Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich glaube, gestern der ein oder andere hat es beim Stammtisch mitbekommen gehabt. Wir haben auch wieder mal über ein bisschen über die Sechserposition geredet, die auch heute immer noch häufig in den Kommentaren geschrieben wird. Gerade auch nach dem letzten Auftritt gegen den VfB Stuttgart hat der ein oder andere eben auch einen Kommentar dagelassen zu unserer Sechser. Position bzw. die Definition unserer Sechserrolle. Und da gibt es ganz viele, die sich auch immer noch einen Neuzugang wünschen. Könnte dieser vielleicht auch noch Florian Grillitsch werden? Über all das reden wir in diesem Video. Ich möchte mich erstmal nochmal an der Stelle bedanken für alle, die gestern beim Stammtisch wieder dabei waren. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch wieder über verschiedene Werder-Themen zu reden. Freue mich auch jetzt schon wieder auf nächste Woche Montag. Gerne könnt ihr hier direkt zu Beginn dieses Videos einen Däumchen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, um diesen Kanal kostenlos zu supporten. Und die große Frage dieses Videos lautet: Braucht Werder noch einen Sechser? Ja oder nein? Zweite Frage vielleicht: Würdet ihr Grilic nehmen? Ja oder nein? Aber ich glaube, diesen Überbegriff, das ist das Entscheidendere. Sollte Werder noch einen Sechser holen, nachlegen oder eben nicht für diese dann doch vielleicht lange Bundesliga-Saison? Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben. Ich werde auf jeden Fall auch später in die Kommentare schauen, um mal zu gucken, was ihr so sagt. Ich möchte euch kurz auch noch über eine Sache aufmerksam machen, bevor wir wirklich anfangen, über die sechste Position zu reden. Und zwar haben wir gestern auch nach dem Stammtisch noch fast 3 Stunden auf Twitch gestreamt und dabei einige coole FIFA-Szenen aufgenommen. Wir haben viele Packs aufgemacht und ja, für die Leute, für die das was ist und sagen, ey, das ist bestimmt eine coole Folge gewesen, sind die kompletten Stream-Highlights jetzt online auf dem Zweitkanal. Könnt ihr gerne abchecken an der Stelle. Und jetzt aber endlich mal los zum Sechser. Also, Lia Gruev hat seine Chance bekommen am Wochenende und man muss sagen, er hat sie mehr oder weniger nicht genutzt. Das muss man dann doch schon so auch betonen. In der Vorbereitung war ich ja auch noch der Meinung, dass ich Gruev vor Grosso sehe. Allein eben aus alterstechnischen Gründen, weil er einfach jünger ist, weil er ein höheres Entwicklungspotenzial noch hat als Grosso und ich die eigentlich auf einer sehr ähnlichen Stufe gesehen habe. Ich weiche von dem auch gar nicht mal so sehr ab. Also die Grundthematik bleibt eigentlich dieselbe, was das angeht. Dennoch muss man auch sagen, dass Gruev, ich glaube, gerade positionsmäßig ganz oft falsche Entscheidungen getroffen hat, beziehungsweise auch oft falsch stand, einen sehr, sehr freien Raum dort auch aufgemacht hat. Ich glaube, am einfachsten ist es wirklich zu sagen, wenn man sagt, er konnte seine Chance da eben nicht nutzen. Jetzt aber die große Frage: Was für eine Sechserrolle lässt denn Ole Werner spielen und welchen Sechserkandidaten brauchen wir? Und da kam gestern eben auch wieder mal ein, zweimal der Vorschlag Florian Grillitsch. Und ich möchte da mal kurz zu Florian Grillitsch ein, zwei, drei Sätze sagen. Florian Grillitsch immer noch ein fantastischer Spieler mit einem 16 Millionen Marktwert, ist mittlerweile 27 Jahre alt geworden, hatte sich ja komplett verpokert gehabt während der ganzen Transferperiode. Dennoch ploppen immer wieder noch einzelne Vereine auf. Solange diese Vereine aufploppen, wird ein Florian Grillitsch sich, glaube ich, nicht mit dem Schritt zurück beschäftigen, solange eben diese Vereine noch aufploppen. Zuletzt war da AC Milan, wurde da gehandelt. Ja, inwieweit das am Ende realistisch ist oder ob das am Ende diese Chance ist, wird man sehen. Sollte er diese Chance wirklich bekommen, dann ist Florian Grillitsch vom Markt, dann ist er auch weg. Und das ist dann auch in Ordnung, das kann auch, glaube ich, jeder verstehen. Das ist ein Schritt nach vorne von Hoffenheim. Und ich glaube, wir brauchen uns alle nichts vormachen. Schritt zu Werder wäre ein Schritt zurück. Dennoch ein Schritt zurück, den auch schon der ein oder andere Profi ja gemacht hat in seiner Karriere. Manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, um danach 2 Schritte nach vorne gehen zu können in deiner Karriere, bevor du die falsche Entscheidung triffst. Und bei Florian Grillitsch könnte eben wirklich die Problematik sein, dass wenn eben das Ding mit Mailand ausscheidet, die Zeit wird ja immer knapper, die Saison ist schon im Laufen und er ist eben immer noch vereinslos. Das heißt, er braucht ja auch irgendwann noch einen Abnehmer. Und da muss ich auch ehrlich sagen, es gab ja auch die ein, zwei türkischen Medienberichte, aber bevor er dahin geht, sollte er dann doch lieber den Schritt zurück machen zur Werder Bremen, eine gute Bundesliga-Saison spielen. Ich glaube davon mal ab sowieso, dass Werder im guten, also eine gute Saison spielen wird, dass wir nicht direkt was mit dem Abstieg zu tun haben, also nicht Platz 18, 17 da, sondern wirklich einen Tick drüber stehen werden, vielleicht eine ruhigere Saison spielen werden. Würde mich natürlich sehr freuen. Klar kann man das nie genau jetzt schon sagen, aber ich glaube, ihr wisst beide, also ihr wisst beide, ihr wisst, was ich meine. Dennoch
ist es ein Spieler, den man sofort nehmen würde. Also wenn er auf Gehalt verzichten würde, er ist ablösefrei, dann sofort. Sofort holen, sofort verstärken damit. Das ist ein Top-Transfer, damit machst du nichts falsch. Du hast da natürlich auch immer noch die Option, einen Gruer zu verleihen. Du musst sowieso eigentlich noch einen Bolzmann verleihen, eventuell noch einen Dinchi verleihen. Also du machst ja auch Gehaltsgefüge so oder so auch noch frei nach Kichi. Wo du dann vielleicht dieses Gehaltsgefüge einen Teil davon nehmen kannst, in Kredit stecken kannst, musst natürlich auch noch Eigenkapital da reintun, aber ja, das wäre natürlich eine fantastische Lösung und ein Spieler, der uns sofort weiterbringt. So. Dennoch, nochmal, solange Vereine aufploppen wie Mailand oder sonst was, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, wird das unmöglich sein. Ich möchte aber auch hierbei sagen, dass ich es auch immer noch nicht komplett ausschließen würde, tendenziell, und fand auch den Kommentar gestern ganz gut. Ich glaube, von Gerhard war es, der im Stammtisch gesagt hat, wenn man die Wahl hätte zwischen Kruse und Grilic, dann würde ich auch eher zu Grilic tendieren, weil das eher eine Position ist, die wir, sage ich mal, eher noch bräuchten als ein Kruse. Natürlich würdest du ein Kruse auch irgendwo nehmen, aber dann vielleicht auch eher ein Grilic. Könnt ihr natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, vielleicht seht ihr es ganz anders. Ne? Jetzt aber zur entscheidenden Frage und zu diesem Zusammenhang, welchen Sechser-Typ hat eigentlich Ole Werner? Ich meine, wenn wir jetzt über Grilic gesprochen haben, reden wir über einen sehr spielstarken Spieler, einen spielaufbauenden Spieler. Und Ole Werner spielt eigentlich mit einem Sechser, der sehr, sehr viele defensiven Anlagen hat, der eher so eine Art Staubsauger vor der vor der Abwehrreihe stehen sollte und den Raum vor allen Dingen vor der Abwehr was ist das denn? Benimmen, besitzen, ihr wisst, was ich meine, decken sollte, einschließen sollte. Und da eben die ersten Aufbauspieler von Werder, wenn man mal guckt, wo wir so über unser Aufbauspiel kommen, ist es meistens eigentlich über die Achter, die die Spielgestalter sein sollen, über die Schienenspieler, die ganz viele Aufgaben ja auch haben, aber über die halt auch das Spiel laufen soll und auch Pieper und auch Marco Friedl, die als beide Außenverteidiger in der Dreierkette fungieren. Auch diese beiden nehmen spielerische Aufgaben, Spielaufbauaufgaben an. Grosso-Gruev sind eher Spieler, die sich zwischen den Ketten so ein bisschen bewegen, als Kurzanspielstation gelten, aber eher nicht so im Aufbauspiel oder im spielerischen Sinne da sind. Kann natürlich auch an den Qualitäten liegen, die die beiden selber haben. Klar, das Argument würde ich auch verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, liegt auch natürlich an den begrenzten Mitteln. Dennoch ist es auch irgendwo Ole Werners Spielweise, dass man halt eben über andere Positionen auch vor allen Dingen das Spiel in erster Linie aufbaut und der Sechser in erster Linie dafür da sein soll, in der Defensivbewegung wirklich den Druck rauszunehmen vom Gegner, Konter zu unterbinden, den Raum vor dem 16er zu schließen, dass du wirklich eben es schaffst, dass genau so Situationen wie jetzt bei Endo nicht passieren, dass dann eben der Schuss aus der zweiten Reihe kommt, da eben dann nicht der Sechser, dass der eben dann auch fehlt vor der Viererkette, dass der Sechser auch bei einem Konter sich zur Not zurückfallen lassen kann, dass du da wirklich dann auch mit vier Verteidigern praktisch stehst, aber auch gleichzeitig einer ist, der auch zum Anlaufen eben dann da ist. Wenn es darum geht, dass zwei Mann auf einen zulaufen, dass du jemanden hast, der auch ein bisschen aktiver verteidigt als Verteidiger, die im Normalfall natürlich erstmal die Schritte und die Meter auch nach hinten machen, was vollkommen normal ist. Ja, und da muss man sagen, hat Gruev nicht gut geglänzt und man muss auch sagen, da ist Gruev vielleicht auch der falsche Spielertyp für das, was Werner gerade macht oder machen möchte. Gruev hat seine Stärken dann doch auch eher auch im spielerischen Teil, würde fast eher in so eine Achterrolle bei Werner reinpassen als in eine Sechserrolle, muss man ja fast schon sagen, weil er sich auch viel bewegt, er läuft auch viel, aber er hat halt dieses Gefühl für den Raum auf jeden Fall jetzt gegen Stuttgart noch nicht gehabt. Ich will aber auch hierbei nochmal erwähnen, dass es halt ein Spiel ist. Es kann natürlich auch sein, dass Gruev uns im Laufe der Saison noch überzeugen wird und seine Chance nutzen wird. Man muss aber auch ganz realistisch sein, ist ein Grosso am Wochenende wieder da, wird der auch wieder gesetzt sein, weil Gruev eben diese Chance jetzt nicht genutzt hat. Genau das sind eigentlich die Chancen bei Ole Werner. Wenn ein Spieler die dann nutzt, dann bleibt er auch erstmal in der Startelf. So, siehe jetzt auch Jens Staes. Gab mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten, die du hättest spielen können. Aber wenn eben Spieler funktionieren, dann mag ja Ole Werner auch so ein bisschen das, was funktioniert, das bleibt. So, wie sagt man auch, oder wie war damals das auch immer, dieser Spruch, never change a winning team. Also du wechselst halt nicht, wenn etwas funktioniert. Und ich finde, das passt so ein bisschen auch zu Ole Werner Philosophie. Das, was man auch sagen muss, ist für die Bankspieler sowieso was schwieriger, dadurch, dass er Ole Werner meist später wechselt.
ist es natürlich umso schwieriger, sich von der Bank zu zeigen. Ich hatte auch da gelesen gehabt vom einen oder anderen das Argument, dass im Laufe der Saison Werder vielleicht mehr wechseln und früher wechseln wird, auch Talente fördern wird, wenn man erstmal einen gewissen Punkteschnitt hat. Kann rein theoretisch dieses Argument verstehen, muss dazu aber auch sagen, dass ich einfach glaube, dass du gerade in gewissen Spielsituationen manche Wechsel fast schon machen musst. Also gerade jetzt, wo so eine Wärme war, hättest du einfach ein, zwei frische Spieler auch bringen müssen. Auch wenn die vielleicht weniger Qualität von der Bank haben als die Startelf-Spieler, es ist trotzdem immer noch eine Situation, wo du sagst, okay, diese Spieler bringen eine neue Kraft, einen neuen Schwung mit rein ins Spiel. Und den brauchst du dann eben auch vielleicht. So. Jetzt aber abschließend, um nochmal zum Sechser zu kommen. Braucht Werder einen frischen neuen Sechser, ja oder nein? Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, wenn du es finanziell organisieren kannst, einen neuen Sechser zu holen, der eine Verstärkung ist, würde ich ihn sofort nehmen. Sage ich euch offen und ehrlich. So, wenn es dann auch noch alterstechnisch und so weiter passt, umso besser. Aber auch allgemein einen Sechser mit Stammspielerqualitäten zu holen, würde ich als große Bereicherung finden. Glaube auch, dass das eine gute Sache wäre. Sage dennoch aber auch, wenn es nicht so ist, dann ist das auch in Ordnung, weil du mit Kroos eben diesen sehr defensiven Part hast. Weil ich der Meinung bin, du könntest auch immer noch mal Niklas Stark dort ausprobieren. Oder da würde ich mich sogar auch mal ganz drüber freuen, wenn man ihn mal auf der 6 probieren würde. Und hast dann eben noch den jüngeren Spieler mit Kruev, der sich in dieser Saison zeigen muss. Sonst ist es halt auch einfach sehr schwierig für Werder langfristig, für ihn, mit Sicherheit auch für zwei, drei andere Kandidaten. Aber da können wir auch gerne wann anders mal zu sprechen drauf kommen. Jetzt eure Meinung in die Kommentare rein und ich würde sagen, bis dahin, euer Nico und ciao.